Ja, dann mal herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Und wir sind unterwegs immer noch auf Julingen. Wir waren ja die Autobahntour gefahren mit der Linie 57 und fahren die jetzt auch wieder zurück. Ich habe schon mal einen Bus gemacht. Da hat irgendjemand geschrieben, ich weiß, dass du ein JVB Repaint für den U407 hast. Fahr doch damit zurück. Ja, habe ich so eingestellt, mache ich dann mal. Und da haben wir den Bus nämlich. Da kann man von außen gucken. Ne, das ist nicht außen. Da ist außen. Ne, so, da. Der. Was damit ist, muss ich mal gucken. Da ist so eine komische Anzeige. Ich habe noch gar nichts eingestellt. Nichts, gar nichts. Wann haben wir denn eigentlich? Ich habe bestes Wetter gemacht. Diesmal sollen wir auch was sehen auf der Autobahn. Ihr sollt ja schließlich sehen, dass es da noch nichts zu sehen gibt. Okay, jetzt machen wir die Karre an. Wie ist denn das hier bei diesen Dingen hier? Schlüssel. Klack. Der bestimmt. Ah, der ist es. Ich glaube, damit kann man klarkommen. Da steht hier irgendwas. Linie. Ja. Genau. Ohne irgendwas zu drücken. Drucken ist normale Fahrkarte. Das ist eine Tageskarte. Kind kurz. Kurzstrecke. Kind. Ja, mehr ist ja nicht, ne? Sollte Funktion klappen. Erstmal muss ich den Auftrag holen. Heizung. Heizung ist immer am Bad. Haben wir eigentlich für eine Temperatur? Steht hier noch nicht, ne? Jetzt mal da die Schrift anmach. 15 Grad. Klar, ist ja immer. Ist ja immer. So. Hier, was sagt da? Linie 57, Umlauf 2. Genau. Wir fahren in Derneburg los um 10.12 Uhr. Wir haben 10 Uhr. Höre ich auch gerade die Glocken bimmeln. Ja, wir lösen irgendein Auto ab. Das ist in Ordnung. Nein! Nein! Ich habe ja einen Schaltbus. Wo ist meine Gangschaltung? Ah, hier ist sie. Na, tolle Wurst. Jetzt kann ich mir wieder einen abbrechen hier. Ah, ja. Na gut. Okay. Ja. Mach trotzdem mal die Heizung an, sonst meckern die ja eh. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht hier. So. Da. Was ist denn das alles hier? Wie Wasserhahn? Für den Whirlpool hinten oder so? Oder um die Fahrgäste rauszufluten? Machen wir die Feststellbremse schon mal los. Hier ist bestimmt noch was mit Gebläse und so ein Gedöns. Mal aufpassen, dass nicht zu warm wird. Ja, Licht brauchen wir kein. Ist ja schön vormittags. 10 Uhr irgendwas da. Ne? Ja, 10 Uhr. So, jetzt müssen wir noch irgendwie schildern hier und diese Ibis-Geschichte einstellen. Linie 5700 auslösen. Gut, und dann haben wir noch Fahrt, ne? Fahrt ist quasi zurück, ist die 02 auslösen. Nach Doreenstraße. Richtig. Ich höre nichts. Da ist ja alles kaputt. Was ist das denn? Ob ich diese andere... für die Matrix diese andere Hofdatei nehmen muss? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, der wäre doch nur für die Lion City Busse oder so, ne? Aber ich will das jetzt auch nicht neu anfangen. Fahre ich halt damit. Ich glaube nämlich, die Julinger Fußgänger und Busfahrer bzw. Busfahrgäste können sowas lesen. Aber da muss ich nochmal nachprüfen, warum das so ist. So, ja, dann fahre ich jetzt erstmal mit Lenkrad am besten zum Startpunkt. Ach, jetzt muss ich Schaltung fahren. Na, ist ja hier noch die Feststellbremse drin. Ich habe doch einen Gang reingemacht. Ah ja. Oh, abgewürcht, ja sicher. Na, ist noch an. Ah, die Kupplung, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Wieso hat er jetzt wieder kein... Ist er jetzt abgewürcht? Oh, nee. Gang raus.
Man hört das ja gar nicht. Ist viel zu viel Gedöns hier. So, es ist leiser. Oh, weia. Schaltbusfahren. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist denn das falschen Gang drin? Also irgendwie. War noch die Haltestellenbremse drin, dann würgt man natürlich leicht ab. Das ist ja auch kein Wunder. So, ich glaube, ich fahre am besten schon mal die nächste rein hier. So. Da stehen da zwei. Ah ja, ich weiß auch warum. Als ich gesagt habe, hier ablösen und so, ne, da wollte der losfahren, dann bleibt er hier hinter stehen. Ah, der fährt ja dann weg, wenn die 156 wegfährt. Ich mache aber mal die Pfeile an. Die Hilfspfeile, so. Aber irgendwie ist das komisch. Ich habe hier so noch nichts weiter. Wann muss ich denn los? Gucken wir mal da auf den Plan. Ne, dann müssen wir den nehmen. Um 10.12 Uhr. Wir haben jetzt... Muss ich da gucken. 10.04 Uhr. Ja, dann stelle ich erstmal die Uhr ein Stück vor, ne? Ja. So, das erste Bremsen ist ja immer so eine Sache. Mache ich mal auf 10.10 Uhr. Schwupps. So. Gucken, wie wir mit dem Schaltbus so klarkommen. Ah ja, da wollen schon welche mit. Das sind wieder Opfer, die hier einsteigen, weil sie nicht wissen, mit wem sie zu tun kriegen. Hallo. Hallo. Kurzstrecke. Ich hab's befürchtet. 1,70. 2, 3, 5. Ah, das funktioniert aber. Die Heizung aufdrehen? Ja, ist schon. Eine Kurzstrecke. 1,70. 2, 3, 5. So. Dann wollen wir auch gar nicht lange fackeln und uns auch mal auf den Weg machen. Ne? Leutchen sind drin. Das ist natürlich schade. Da kümmere ich mich später drum. Ich wollte jetzt nicht neu anfangen, deswegen. Wie gesagt, Wetter ist bombastisch gut. Ne, ganz anders als beim Hinweg. Also wir haben hier unheimliche Wetterwechsel in Julingen manchmal. Macht aber nichts. So, ersten Gang. Aufpassen, nicht abwürgen. Auf geht's. Das Schalten vergessen, aber das hört man ja dann schon, wenn es so laut wird, ne? Natürlich wird die Ampel rot. Das ist eine Frage. Definiere das Wort Ampel. Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, das immer rot wird, wenn man näher kommt. Krupp. So. Ja, dieses Schalterreikis hier muss ich mir so ein bisschen dran gewöhnen. Kriegen wir schon hin. Ne? Ich aber weit weg. So, ist die Ampel immer noch rot. Kann man nochmal einen Blick werfen hier. Der große Zopp in Derneburg auf der Map Julingen. Mit dem Rathaus da. Ja, und das ist quasi hier so die Fußgängerzone, ne? Ah, jetzt wird grün. So. Was ist eigentlich? Geht das automatisch hier mit dem Weiterschalten, mit den Ansagen? Oder wie läuft das? Nochmal abwarten. Wenn nicht, müsste es ja bald angesagt werden, sonst mache ich das eben zu Fuß. Ist ja bei dem einen Bus so, beim anderen wieder anders. Ah, wird grün.
Aber irgendwie stelle deinen Fahrplan ein und hier passiert überhaupt nichts. Ich mach mal hier. Rasthof Derneburg. Das funktioniert. Ist komisch, ne? Was ist los hier? Fahrplan eingestellt, dann klicke hier. Oh. Aha, das ist anders, weil ich habe jetzt nicht auf Karrieremodus gemacht, weil da wollte der mir nämlich ums Verrecken nicht die Linie 57 geben, warum auch immer. Und dann habe ich freies Spiel gemacht. Vielleicht hängt es damit zusammen, so ein bisschen anders ist. Oder ist es neu? So. Und wieder eine grüne, rote Ampel. Ja. So. Ach ja. Ja, wenn man dann später mal hier die Straße geradeaus weiterfährt, dann soll man auch nach Grufen kommen, ne? Genauso wie zwischen Kielfeld und Julingen einmal die Autobahnverbindung gibt, aber auch die Landstraße. So wird es natürlich zwischen Derneburg, habe ich Kielfeld und Julingen gesagt, ich meinte natürlich zwischen Kielfeld und Derneburg, falls ich das falsch gesagt haben sollte. Genauso zwischen Derneburg und Grufen wird es dann auch beide Variationen geben. Aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Hier ist das übrigens ziemlich steil, das habe ich damals nicht anders hingekriegt. Hier muss man ein bisschen vorsichtig fahren. Hier, ne? So. Einmal abbiegen auf die Autobahnzufahrt. Die sind natürlich ein bisschen stolprig gebaut, funktionieren aber. Ich habe ja keine Objekte gemacht, ich habe ja einfach eben Terrains, Blinds und Linien und so selber gelegt. Und so ist das halt ein bisschen stolpig. Auch hier so diese Beschleunigungsspur ist, wie ich schon mal sagte, nicht so ganz wirklich ernst zu nehmen. So, und dann wären wir schon mal hier im vierten Gang, ich glaube der hat fünf, ne? Auf der Autobahn. Da kommt ja dann als erstes mal gleich Rasthof Derneburg, wo wir eine Haltestelle haben. 2,5 Minuten Verspätung schon, ja. Ist nicht so schlimm. Aber schönes Wetter jetzt, ne? Ach ja. So, und gleich wieder raus. Hier ist noch einiges zu verbessern, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, ne? Auch bei den Rasthöfen, da gibt noch irgendwelche, zumindest nur auf den Rasthöfen, Falschfahrer, Geisterfahrer. So, da ist schon die Haltestelle. Nee, davon auch nur 30. Ja, hier ist noch nicht ganz ausgebaut. Hier wird noch einiges gemacht, ne? Noch einiges. Ich suche ja immer noch jemanden, der mit Blender umgehen kann. Na, ich mache jetzt mal hier. Soll ich schon Pause reinmachen? Ah, nee, ich lass erstmal die Leute rein. Ich wollte ja gleich die Pause reindrücken, aber ich lass erstmal die Leute rein. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Normal ist drucken ohne alles, aber ich weiß den Preis nicht. Das ist das Problem. Ich glaube 2,70, ne? Das wäre dann 3,5. Jawohl. Einmal normal, bitte. Auch 2,70. 3, 5, danke 10. Schön. Guten Tag. So, ich mache die Tür zu. Genau. Und drück die Pause mal rein. Wir haben 3 Minuten Verspätung. Ist ja schon einiges los hier. Da sind schon ein paar Leute drin. Das ist schon mal ganz gut. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt hier dieses Hotel hingestellt. Ich hätte natürlich hier ein schönes Gebäude stehen, am liebsten, ne, wo man erkennen kann, das ist so ein typisches Autobahn-Raststättengebäude. Ich suche ja immer noch jemanden, der mit, ja, mit Blender umgehen kann und in der Lage ist, so ein Gebäude zu machen. Wer da Lust hat, würde mich freuen, wenn ich jemanden finde, der mir so ein schönes Gebäude bauen kann. Ich selber habe mir gesagt, ich fange da jetzt auch nicht an zu studieren und zu versuchen, da mich selbst durchzubeißen. Möchte ich ganz gerne vielleicht, dass da mir jemand hilft. So. Ja,
Also, die Zeit ist auch erstmal so weit abgelaufen. Wir fahren dann beim nächsten Mal weiter und dann fahren wir das Ding auch zu Ende, denke ich mal. Hat jetzt ein bisschen sich hingezerrt, hingezogen, aber wir sind ganz gut auf dem Weg. Und ja, also ich gucke jetzt nicht nach, was mit dem Display los ist. Die Leute können es ja lesen, da gucke ich dann später mal nach. Wir fahren erstmal weiter dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann die Autobahnstrecke bis nach Kielfeld fahren. Bis dann, bye bye, tschüssi.